Das ist wirklich enorm. Hätte ich nie gedacht. Ja, Wahnsinn. Der andere Akku hat mit der Zeit 3-Zahl verloren bei der gleichen Geschwindigkeit und der verliert die Säge überhaupt keine 3-Zahl, trotz der Eiche. Der Akku ist sehr gut, er ist sehr leistungsstark. Ich habe das probiert, die Maschine zum Stillstand zu bringen. Ich habe es nicht geschafft. Also Kraft ist einfach da hinten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wir demnächst umsteigen auf 8,0 Ampere Akku. Im Prinzip, es funktioniert schon fast von alleine. Man drückt ein bisschen dagegen und der Akku beißt sich schon selber ins Material rein. Gerade bei so einem harten Holz brauchen wir ein bisschen höhere Drehzahl und das hat da echt gut gepasst. Der hat mehr Power und spielt besser so wie Maschine mit Kabel und so. Also alles in allem ein Top-Ding. Das wäre für mich die Zukunft, weg vom Kabel. Ja, der Akku, der war wie von einer anderen Liga.